Hallo Schule Mond und willkommen zu F123. Ich habe heute mein eigenes Team erstellt. Das heißt, wie man oben rechts in der Ecke sehen kann, ganz simpel, My Team. Und mir... Oh, das ist unser Rennsimulator, wie es scheint. Das sieht sogar besser aus als bei mir hier gerade. Und dann gehen wir auch schon direkt zum ersten Rennwochenende in Bahrain. So, da sind wir auch schon in der Boxengasse. Wir starten direkt rein auf die Strecke. Ach du Scheiße, das Auto bremst ja gar nicht. Bremst jetzt von zwei Autos schon besser. So, jetzt hier bremsen für Kurve 4. Das war's für unsere erste Qualifying-Runde. Sehr, sehr schlecht. Wie ich finde, da ist uns der Perez vorne ganz schön weggezogen. Und wir sind 22. So, wo ist denn unser Teamkollege gelandet? Direkt vor uns, Liam Lawson. Sehr schön. Das ist doch ein erfolgreicher Start. Die große Frage nach diesem enttäuschenden Qualifying ist jetzt, ob wir es schaffen, das Feld aufzumischen. Mal sehen. Was gibt's hier bei unserem ersten Rennen? Ampeln sind aus. Erwischen wir einen guten Start. Ja, aber okay. Oh, Hülkenberg fährt da zickzack direkt vor uns. Wir schießen da vorbei an einigen. Auch eine Verwarnung für irgendwas. Weiß ich jetzt nicht wofür. Hier außen jetzt noch ein bisschen später bremsen. Knallen da fast Leclerc hinten drauf. Zu dritt nebeneinander jetzt. Verwarnung, Kollision mit Leclerc. Ja, der hat aber auch früh gebremst. Wir sind siebter, wenn ich das richtig sehe. Genau. Oh, das war spät. Ah, das war ein bisschen zu spät. Ey, Leclerc! Der Start war okay, jetzt musst du wachsam sein und Bedrohungen in der Nähe aus. Sag mal, was soll das? Hier. Was denkt er, wer er ist? Kann mich doch nicht einfach abräumen. Also. Entschuldigung. Oh. Ah. Ja, der geht Leclerc jetzt wieder durch. Hä? Entschuldigung. Ja, diese Rückblenden. Ah, Mann. Jetzt ist Leclerc neben uns. Kollision mit Leclerc, wo? Oi! Da verbremsen wir uns ein bisschen. Und Hamilton schlüpft durch. Aber jetzt ist Leclerc nicht mehr an uns dran. Weiß ich jetzt nicht, wie ich das finden soll. Der räumt uns schon wieder ab, Leclerc. Irgendwas hat er gegen mich. Oh, die sind jetzt alle auf einem Haufen. Wir sind aktuell Achter. Oh, Gasly drängelt von hinten. Der will offenbar diese Position hier haben. Aber ganz leicht mache ich sie natürlich auch nicht. Was war das denn? Da ist er jetzt.
Ich habe da kurze Pfeile gesehen. Aber nee, noch zeigt er sich nicht aggressiv. Was machen die denn vorne? Ach du Scheiße, die sind ja richtig schnell. Oh, das ist jetzt außen, aber das lasse ich nicht zu. Hamilton hat schon fast 7, fast 6 Sekunden Vorsprung. 5,7. Oh, und hinten gibt es einen Kontakt zwischen den beiden Alpins. Gasly und Ocon, rate in die letzte Kurve hinein. Oh, was mache ich denn? Bremsen. Und raus beschleunigen. Und Ocon klebt jetzt an uns dran. Er will so wie sein Teamkollege vorher wahrscheinlich auch diese Position haben. Aber so einfach mache ich es ihm nicht. Oh, da habe ich jetzt ein bisschen die Linie versemmelt. Ah. Das Ocon jetzt dran. Aber der probiert nie was. Der wird immer angegriffen von Gasly hier an der Stelle. Oh, jetzt muss ich aufpassen, dass Gasly hier nicht mich auch noch angreift. Ich mache ein bisschen Zickzack. Oh, und da kommt tatsächlich der Angriff. Aber es war von Ocon und jetzt ist Gasly wieder daran. Oh, das war jetzt mal ein bisschen zu spät gebremst. Und ich fahre da hinten teilweise zu dritt nebeneinander. Dadurch können wir uns vorne absetzen. Schon mehr als eine Sekunde. Ah, das war jetzt nicht gut. Jetzt ist Gasly wieder direkt dran. Oh, das war jetzt auch ein bisschen spät gebremst. Aber noch geht's gut. Jetzt ist er direkt dran. Hat jetzt hier auch der S, glaube ich, auf dieser Geraden. Oh, da kommt er jetzt außen rum. Aber da verteidige ich knallhart. Da hat er nochmal kurz in reingeguckt, aber das reicht nicht. Und jetzt ist es gleich nur noch eine Runde, die wir das hier ausstehen müssen. Und schon wieder greifen sich die beiden Alpins gegenseitig an in diese letzte Kurve. Nein, oh, da habe ich jetzt den Bremsen total verpasst. Wir müssen ihn in den Platz lassen hier. Gasly. Nee, Stroll ist es. Lol. Ich muss hier nochmal vorbeibremsen an Lance Stroll. Ist mal ein bisschen zu spät gebremst. Nutzt jetzt mal das Überholen hier. Ey! Stroll! Nochmal gut gerettet. Aber was war das denn für ein Manöver? Jetzt ist einer der Alpins wieder dran. Sogar beide. Und wir halten hier das ganze Feld auf. Guck mal auf die Karte. Das ist eine riesige Schlange hinter uns. Ah, und jetzt habe ich mich verbremst. Nein, Gasly. Bleib an ihm dran, vielleicht überholen. Den Platz können wir uns noch zurückholen. Ah, das war gut gemacht von ihm. Wir sind aber aktuell 10. Wenn ich das jetzt klug mache, schön aggressiv fahre, dann verliere ich noch den letzten Punkt. Ocon. Aber so schnell gebe ich mich ja nicht geschlagen. Oh, jetzt blinken seine Rücklichter irgendwie. Oh, voll kann ihn reingedeift. Wir sind zu dritt nebeneinander. Wir werden 10. Gutes Rennen. Oh! Fahrer des Tages. Fahrer-Doppelpunkt in des Tages. Mattly Gaming. Red Bull hat heute und gewonnen hat Sergio Perez. Glückwunsch. So viel. Wir haben heute einige beeindruckende Leistungen auf der Strecke gesehen, Stefan, aber wer ist für dich der Fahrer des Tages? Für mich ist das heute Martin. Er hat einfach nicht aufgegeben und wirklich ja, eine fantastische Leistung. Der Typ sagt auch, dass ich Fahrer des Tages für ihn bin. Freude, guck mal, wie gut ich bin. Zeit, einen so. Wir sind ja, wie gesagt, 10. geworden. Vom 22. Startplatz aus kann es sehen lassen. Und unser Teamkollege Liam ist 18. geworden. Das ist relativ gut. Hier sehen wir es, wir sind 10. in der Fahrerwertung, Rangliste. Und Liam 18. Und
In der Konstrukteure-Rangliste, sagt man das so? Ich weiß es nicht. Starten wir auf dem 7. Platz mit schon einem Punkt. Genau. Das war's dann auch schon wieder von mir für heute. Lasst gerne ein Like da. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder beim Rennen in Aserbaidschan, glaube ich. Aber jetzt erstmal. Au revoir!